Alte Bahnhöfe haben den ganz besonderen Charme der Nostalgie. Doch die meisten der alten Gebäude werden gar nicht genutzt oder sind inzwischen baufällig, so wie auch der alte Bahnhof in Feigenenz aus dem Jahr 1904. Ein Familienvater hat für dieses alte Gebäude jetzt eine ganz besondere Vision. Und da können nicht nur Eisenbahnromantiker weiterhin Kaffee im Reisezug trinken. Verschmierte Wände, marode Decken und viel Staub. Aber auch über 100 Jahre Bahnhofsgeschichte, liebevolle Details und viel Eisenbahnromantik. Kaum vorstellbar, doch schon Ende 2021 soll in den zugigen Gemäuern des alten Stadtbahnhofs in Feigenenz ein Themenrestaurant eröffnen. Schwäbisches Essen in Eisenbahnatmosphäre. Ende letzten Jahres hat Benjamin Geier den alten Bahnhof für 250.000 Euro gekauft. Ein Millionenbetrag wird er wohl für die Renovierung aufbringen müssen. Viel Geld für ein unsicheres Projekt. Warum dieses Risiko? Im Endeffekt der Gemeinde auch was geben, was bisher fehlt oder nicht so sehr vorhanden ist. Ich habe es immer wieder auch gesagt, es ging mir von Anfang an eigentlich nicht jetzt um das große Geld verdienen oder um eine hohe Rentabilität oder wie auch immer, sondern es geht mir um dieses Gebäude, diesen Charme, den ein Bahnhof auch mitbringt. Und das hat mich unheimlich gereizt. Ja, natürlich muss das finanziell genauso passen, aber genau, das war so der ausschlaggebende Punkt. Ja. Benjamin Geier schafft nicht nur Neues für Feigen, für ihn ist das alles auch Neuland. Hauptberuflich arbeitet er bei einem Unternehmen für Photovoltaikanlagen, ist verheiratet und hat zwei kleine Kinder. Neben dem Vollzeitjobs als Digitalisierungsleiter und Familienvater, jetzt also ein dritter Job? Gute Frage, ja. Also es kommt darauf an, stellenweise ist es sehr viel, klar. Dann geht es dann abends nach dem Job, wenn die Kinder im Bett sind, setzt man sich an den PC und macht dann wieder ein paar Stunden was und es geht auch mal gerne in die Nacht rein. Aber ja, das kommt immer drauf an. Draußen auf den alten Gleisen wird eine Außenterrasse entstehen, auf der Ladefläche eines alten Güterwaggons. Daneben soll es außerdem ein Café geben, oder sollte man lieber Bordbistro sagen? Serviert wird hier nämlich in diesem alten Reisezugwaggon. Benjamin Geier befindet sich noch in der Planung, eine 3D-Zeichnung hat er schon angefertigt. Immer im Hinterkopf der Denkmalschutz. Bestes Beispiel ist der Gastraum. Die Aufteilung mit den Schiebetüren an beiden Enden darf nicht verändert werden. Das ist aufwendig und mit vielen Gesprächen mit dem Amt für Denkmalschutz verbunden. Also es gab ja auch schon den ersten Termin vor Ort. Das heißt, wir haben einen Raumplan erstellt, wir haben den ersten aufgesetzt. Und das haben wir vor Ort besprochen. Und da gab es so viele Änderungen, dass danach natürlich tageweise oder tagelang daran wieder geändert wurde, die Raumpläne, weil man sie anpassen musste, weil der Denkmalschutz gesagt hat, an der Wand die und die Vorgehensweise, warum so, warum nicht anders und so weiter. Also sie hinterfragen dann auch die Situation und dann spricht man darüber und dann stellt man am Ende auch fest, ja, kann man auch anders machen, gar kein Problem. Grob wusste ich, worauf ich mich einlasse, aber nicht ins Detail, klar. Sonst ist auch oft die Frage, ob man es überhaupt macht, wobei ich dazu sagen muss, bisher läuft es sehr gut. Trotz des Optimismus, die Corona-Krise hat Benjamin Geiers Fahrplan zurückgeworfen. Die drei Waggons beispielsweise hätten schon vor Wochen vor dem alten Bahnhof stehen sollen. Benjamin Geier bleibt aber optimistisch. Verspätungen gehören an einem Bahnhof nun mal dazu. Hauptsache, der Zug kommt an, sodass dieser alte Ort in Feigen wieder eine neue und wichtige Rolle spielen wird. Hey liebe YouTuber, hat euch der Inhalt von unserem Beitrag gefallen? Dann lasst uns bitte ein Gefällt mir da und abonniert unseren Kanal und auch die Glocke aktivieren. Dann bekommt ihr immer mit, wenn es etwas Neues gibt. Viel Spaß!